Eine Woche nach dem furiosen 5:0 gegen den VfR Aalen gastierte die SG Barockstadt heute zum letzten Spiel des Jahres in der Regionalliga Südwest bei der U23 des FSV Mainz. An altehrwürdiger Stätte hier am Mainzer Bruchweg, dort spielte der FSV in der Bundesliga bis Mai 2011 seine Heimspiele. Heute ist die Arena die Heimstätte des Nachwuchses in der Regionalliga. 20. Minute, erste Szene des Spiels, erste große Chance. Samuel Zapico taucht ab beim Ball von Marvin Jung, aber es wäre abseits gewesen. Trotzdem gute Tat des Wolfvertreters. 28. Spielminute, Leon Pomlitz, dann kommt Jan Lüttke, keiner bei ihm, also spielen wir die Ecke kurz. Lüttke hat den Ball, flankt ihn scharf und wer macht ihn rein? Natürlich Moritz Reinhardt, der Torjäger ist zur Stelle. 0:1 die Führung für die Barockstadt hier in Mainz. 28. Spielminute, das sah richtig gut aus. Und es gab danach die Chance sogar auf 2:0 zu erhöhen. Das wäre vielleicht die Vorentscheidung in diesem Spiel ganz früh gewesen. Über Christian Gaudermann kommt der Ball jetzt nach links draußen. Und eine super Flanke von Kevin Hillmann auf den Kopf von Moritz Reinhardt. Und klasse Parade vom Mainzer Keeper Tristan Mohr. 32. Minute, die Möglichkeit zum 0:2. Dann gehen wir schon in die Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Noch einmal die Mainzer am Ball. Es war ein Spiel mit relativ wenigen Tormöglichkeiten auf beiden Seiten. Aber das war ganz gut für die Barockstadt. Die konnte damit gut leben. Schließlich führte man. Wieder dieser Marvin Jung über Samuel Zapico. Und dann kriegt er den Ball zum Glück an die Hand. Dadurch zählt das Tor natürlich nicht. Und die Barockstadt geht mit einem 1:0 in die Halbzeitpause. 50. Spielminute, Kevin Hillmann, schlechter Ball nach vorne, so sind die Mainzer in Ballbesitz und gleich kommt die Kugel raus, abgelegt auf Lasse Wilhelm, hier kommt er jetzt gleich an den Ball und der zieht ab aus 20, 22 Meter rums flach in die Ecke, keine Chance für Zapico, der Ausgleich natürlich zu einem bitteren Moment direkt nach wieder Anpfiff. Die zweite Szene gehört ebenfalls den Mainzer nach dem Wechsel. Sie kommen jetzt gleich hier an den Ball. Das ist schwach gespielt in dieser Szene. Und dann läuft das blitzschnell natürlich über die linke Seite. Und gleich sieht Samuel Zapico zweimal nicht gut aus. Erst hier, dann lässt er ihn im Nachfassen fallen. Aber dann, gute Reaktion, die Möglichkeit vertan. Das war die beste Chance für Mainz zum 2:1-Sieg. Und auch die Barockstadt hatte noch eine Möglichkeit, um sogar alle drei Punkte hier aus Mainz mitzunehmen. Jonas Pfalz macht das klasse. Sein Ball in die Mitte und dann Dominik Wüst übers Tor, das war die letzte Möglichkeit nach 76 Minuten. Am Ende wieder ein Punkt mehr, 1:1 in Mainz, ein prima Jahresabschluss für die SG Barockstadt. Damit kann man leben und damit hat man aus drei Spielen der Rückrunde bereits 5 Punkte eingefahren.